darf ich denn jetzt eigentlich als JAV? Also welche Rechte habe ich jetzt? Mhm. Also gegenüber dem Betriebsrat hat die JAV tatsächlich auch Rechte. Mhm. Denn der Betriebsrat muss die JAV rechtzeitig und umfassend mit den Infos versorgen, die du als JAVler brauchst, sonst kannst du ja überhaupt nicht arbeiten. Dann darfst du auch Anträge stellen, denn auch das sind ja deine Aufgaben und diese Anträge stellst du dann wieder beim Betriebsrat. Okay. Und du darfst als JAVler auch an den Sitzungen teilnehmen. Okay. Und da darf ich dann einfach ganz normal mitreden oder wie läuft das ab? Da ist es ein bisschen kompliziert, da muss man unterscheiden. Denn zu normalen Betriebsratssitzungen darf die JAV immer einen Vertreter entsenden. Okay. Wenn jetzt der Betriebsrat aber Themen behandelt, die die JAV besonders betreffen, dann hat die JAV unter Umständen ein Teilnahmerecht für alle JAV-Mitglieder und darf auch an den Beschlüssen tatsächlich teilnehmen. Okay. Also mit abstimmen sozusagen. Und dann gibt es noch den Fall, dass die JAV überwiegend betroffen ist, also dass es um ein Thema geht, das jetzt eigentlich alle betrifft. Ich mache mal ein Beispiel. Es geht darum, dass der Betriebsrat sagt, er möchte quasi sein Beteiligungsrecht nutzen, um einen Urlaubsplan zu erstellen. Mhm. Und dann schreien aber die JAVler auf oder die Jugendlichen und Auszubildenden und sagen, oh, dieses Thema hat in der Vergangenheit für uns immer ganz schön Schwierigkeiten bereitet, weil da wurde nie berücksichtigt, dass wir Berufsschule haben. Ja. Dann wäre das ein Thema, das gilt eigentlich für alle, aber betrifft die JAV in besonderem Maße. Und dann dürfte die JAV zu so einer Betriebsratssitzung, also zu diesem Tagesordnungspunkt, wirklich mit versammelter Mannschaft kommen und dürfte dann auch zu diesem Thema Anträge stellen. Wohingegen wir in dem anderen Fall, wenn die JAV besonders betroffen ist und ihr auch mit abstimmen dürft als JAVler, das sind dann klassischerweise Themen, die wirklich nur Jugendliche und Auszubildende betreffen. Wenn es zum Beispiel darum ginge, dass der Betriebsrat beantragen möchte, dass Fahrtkosten irgendwie für Jugendliche und Auszubildende übernommen werden oder ihr da irgendwelche Pauschalen bekommt, dann wäre das ja ein ganz klares JAV-Thema. Ja. Und wenn das der Betriebsrat in seiner Sitzung behandelt, vielleicht habt ihr das als JAV auch beantragt oder du in dem Fall dann beantragt, dann ist es ganz klar, dann darfst du in den Betriebsratssitzungen auch mit abstimmen. Okay, das ist cool.